Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir an Nintendo. Wir spielen Disneys Himmel und Huhn, das Spiel. Ja, wer es nicht kennt, es ist ein Disney-Film und hierzu gibt es das Spiel. Wir spielen die GameCube-Version. Ich gebe meinen Wissen nach auch auf jeden Fall noch eine PC-Version und vielleicht Xbox, PlayStation, weiß ich nicht. Wir spielen Himmel und Huhn. Kein Intro, dankeschön. Das ist auch wieder ein kurzes Spiel, aber auch eine gute Filmumsetzung des Spiels, der schlechtere. Wer die Geschichte nicht kennt, das werden wir im Laufe des Films erfahren, denn hier leben wir auch halt wieder den Film durch, wie es so bei Filmspielen der Fall ist. Und ich würde vorschlagen, wir starten mal. Wir wollen Spiel spielen. So, wir spielen auf Mittel. No, machen wir mal Mittel. So, bitte warten. Okay, und dann geht's jetzt los mit der Story. Geht klar. Ciao. Schau, Mama, das verrückte Hühnchen. Ja, genau, das verrückte Hühnchen. Kluger Junge, komm schnell weiter. Auf Wiedersehen. Jetzt reicht's. Ab heute wird alles anders. It was a recipe for disaster. A four-course meal of no siree. It seemed that happily ever after was happy, everyone was after me. It was a cup of good intentions, a tablespoon of one big mess, a dash of overreaction, and I assume you know the rest. Das war gerade das kleine Intro. Hier muss man zu sagen, hier haben sie wirklich die Filmausschnitte genommen. Da bin ich auf YouTube später noch sehr interessant. wir haben das erste Kapitel und das heißt mit Verspätung zur Schule ab in die Schule. Wir gehen auf A, die Steuerung, springen, Doppelsprung, angreifen, klettern, Spiel fortsetzen. Okay. Also am Anfang des Spiels geht es ja darum, weiß nicht, Film, weil ich nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall müssen wir zur Schule. So, da ist die Schule und das könnte ein langer Weg werden. Wir starten hier. So, das ist hier unser Hühnchen Junior. Na, so hieß er doch, genau. Und wir können Doppelsprung. Dann können wir noch angreifen. Und das ist erstmal alles. So, alles andere lernen wir. So, das hier sind Eicheln. Zusätzliche Gesundheit durch das Einsammeln von Eicheln. Wenn wir 10 Stück haben, dann kriegen wir ein Ei. Eier sind unsere Lebenspunkte. Und mit A können wir springen. Oh. Und so. Kontrollpunkte markieren dein Fortschritt auf Level. Genau, wenn wir so ein, wie nennt man die, diese Haken, durchqueren, dann haben wir einen Checkpoint erreicht. So, das hier können wir angreifen. Zack, zack. Und wieder ein paar Eicheln. Und wie wir sehen, haben wir jetzt ein Ei dazu bekommen. So. So, hier können wir drauf balancieren. Wow. Okay. Alles gut. Haben wir drauf. Okay. Und mal gucken, dann geht's nicht weiter. Okay, er wurde es eh noch Tutorial Level. Drücke AA, um einen Doppelsprung auszuführen. Okay. So. Verwende den C-Stick, um nach Gegenständen zu suchen. Also, ja, gut. Also, halt Umsicht. Mal nehmen wir hier noch die Eicheln mit. Zack. So. Und da haben wir auch schon die erste Baseballkarte. Schließe den Level mit 5 Karten ab, um Minigames freizuschalten. Ja, wir haben ja. Es gibt nämlich ein Level. Weiß nicht, ob es nochmal 5 gibt. Auf jeden Fall gibt es nochmal Baseballkarten. Und wenn wir die alle finden, kriegen wir Extras. Und ja, was das für Base sind, weiß ich nicht mehr. Das Spiel habe ich vor sehr langer Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe es halt damals auch verkauft und dann wieder gekauft gehabt. Und ja, also langes her. Ich weiß ungefähr noch den Aufbau. Ich weiß noch aus meiner Kindheit, ab einem Abschnitt des Spiels kam ich nicht weiter. Dann habe ich aufgehört. Das wollen wir natürlich hier nicht hoffen, dass das der Fall sein wird. Aber na gut, da wird es auch noch ein bisschen hindauern. So. Gut, dann können wir jetzt hier so lang. Genau, noch eine Eichel. So, hier können wir so hochklettern mit dem B-Knopf. Mit dem Jojo. Okay. So, jetzt können wir einmal. Ja, hier hin. Zack. So, Checkpoint. Und eine Zwischensequenz. Oh,
Himmel stürzt ein. Oh nein! Ha, Verlierer! Ja, die hat gerade ein paar Roboter hingeschmissen, das werden später unsere Gegner sein. Weil die wirkliche Gegner gibt es ja im Spiel nicht. Ja doch, gibt's schon, aber die kommen später noch. Drücke A, um zu springen. So, ouch. Da haben wir schon gerade ein Ei verloren. Okay, müssen wir zum Glück nur springen, mehr nicht. So. Zuerst der Film, dann das Merchandising. Oh. Ja, erst der Film, dann das Merchandising. Ja, wohl, eigentlich kommt erst ab Merchandising. Nee, erst der Film, dann ab Merchandising, genau. So, hier, den, der braucht, glaube ich, zwei Hits oder nur einen Hit. Kauspielzeug? Ja. So, was ist da unten? Ist da unten was? Nee, ne? Wow. Kamera hat sich mal kurz geändert, okay. Wow. Dankeschön, Kamerasicht. Das war ein bisschen doof. Jetzt sind wir, glaube ich, hier rauf, ne? Ne, hier sind wir gekommen. Stimmt. So, wir drücken, um anzuhalten. Na gut, ist das Ding ja weg. So, wir müssen jetzt nämlich hier lang. So, das Schöne ist einfach nur laufen. Aber hier muss man aufpassen, hier kommt der Dampf raus. So und so. Wunderbar. Einmal hier wieder kaputt machen. Dann dich. Ah, die müssen aufpassen, die explodieren. Wie lauter die werden. Ah, warte mal, da geht's noch hoch. Ich würde das Spiel halt mal schön erkunden, weil ich kenn's ja halt selber nicht mehr so genau. Habe ich damals alles gefunden, habe, da bezweifle ich an den Karten, ja. Okay. Haben wir auch. Da ist wieder so einer. Zack. Die sind aber auch fies. So, okay. Dann hier hoch. Und hier, genau, hier gibt's noch eine Baseballkarte, wunderbar. Wow, wo kommt der her? Okay, gut. Aber hier kaputt. Kaputt. Und B drücken, Rohr hochzuklettern, okay. Okay. Gut, und jetzt hier rüber. Whee, das ist ganz cool hier. Da kommt auch schon wieder eine Zwischensequenz. Oder? Ja. Einen anderen Weg reingeben. Jetzt brauche ich bloß noch Kleingeld. Ja, wir benötigen Kleingeld, denn auch wie im Film kann man nicht in die Schule und dafür braucht er eine Flasche Limonade und die kostet hier 15 Münzen. Wenn man auf leicht spielt, kostet die 10 Münzen und auf schwer, glaube ich, 20 Münzen. Also sind dann alle hier, weil die gibt es viel mehr Münzen, als man braucht. Und die kriegen wir alle mit ein paar kleinen Jump-One-Einlagen. Wie man hier schon sieht, da oben hier am Klettergerüst sind ein paar Münzen. Und ja, jetzt haben wir so eine offene Spielwelt und jetzt müssen wir erstmal ein paar Münzen suchen. Wir brauchen 15 Stück an der Zahl. So, und hier diese Box, das sind die spawnen die Dinger wieder neu. Deshalb machen wir erstmal, die kann man gar nicht kaputt machen. Weil das ist ja auch Zeitverschwendung, die kaputt zu machen. Okay. So, zack, hier rauf. Dann hier, eine Münze haben wir. Wir bekommen hier rutschen. Nö, schade. Gut. Dann hier. Wunderbar. So, hier können wir. Nicht rüber. Verdammt, okay. So. Nochmal hier rauf. Ich werde hier nochmal rauf. Ich finde die Musik im Spiel ganz cool. Kann schon was. So, kann man hier nicht drauf. Doch, kann man, seht ihr? Kriegen wir da was? Einfach mal laufen. Jupp, da ist eine Münze. Da haben wir schon zwei. Kann ich springen? Ja, kann ich. Okay. Und dann können wir jetzt auch hier hoch. Zack, einmal ran mit dir. So. Und einmal hier. Und. Okay, jetzt haben wir zwei Punkte. Gehen wir mal hier lang. So. Okay, jetzt kommen wir hier weiter. Und dann ist ja auch ein Checkpoint und dann eine Münze. Und dann haben wir hier so ein Rohr. Okay. Und springen. Münze, springen. Okay. Oh, da unten war eine Karte. Oh, eine Baseballkarte. Wie kommen wir denn da hin? Oh, da kann man sich irgendwie drehen. Das fragt mich nämlich jetzt. Guck mal, unterhalb des Ding war eine Karte. Na, unten kann man ja nicht. Also frage ich mich, wie man hinkommt. Da ist auch noch eine Karte. Guckt euch das mal an. Okay, hier geht's nur in die Richtung. Verstanden? Okay, so. Da ist auch noch eine Karte, die hätte ich gern.
Und die eine Karte, weil ich gerade nicht, wie ich an die rankommen soll, da bin ich gerade ehrlich. So. Okay, Karte. Cool. Weil Problem ist, man kriegt nur extras freigeschaltet, wenn man halt alle Karten hat. Ne? Aber wie kommen wir denn die eine Karte bitte da unten ran? Oh, da oben ist noch eine Münze. Kann man hier hoch? Nö. Na komm schon, so und so. Das hat kein Zühnchen, okay. So, hier. Hier. Und hier. Wunderbar. So. Und so, okay. Eine Münze. Okay, da komme ich ja nicht hoch, okay. Aber schon mal 8 Münzen, 7 fehlen uns noch. Mal gucken, du könntest ja noch lang gehen. Okay, hier, ich werde nochmal zurück, weil mich das eigentlich da interessiert, weil ich nicht weiß, wie ich an die Karte da kommen werde. Einmal hier hoch. Eicheln, Eicheln, Eicheln. Warum geht es immer nur um Eicheln? Das ist eine gute Frage, man weiß es nicht. Das ist dein Spiel. Nett, du Eichel. Hier? Oh, hier oben ist auch noch eine Münze. Oh, sogar 2. Okay, cool. Dann geht's nochmal hier hoch. Und hier rüber und dann ist auch noch eine Münze. So. Vielleicht nochmal zur Information, es wird natürlich keine 100% von, wie man sieht. Ich weiß auch nicht mal, wie ich dann die eine Karte daran komme. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ganze Spiel abläuft. Ich weiß noch so ein paar 10. Die sind mir gut im Gehirn eingebrannt, weil die doch schwer waren. Aber mehr weiß ich dann auch nicht. So, davon ist auch noch eine Münze. Holen wir uns die auch noch. So, einmal hier rum. Da ist auch noch eine Münze hinten im Busch. Okay. Boah, die Kameraführung ist halt auch wieder geil. Hat nicht gerade die beste Kamera, das Spiel. Aber ist auch nicht so wichtig. Das wird jetzt halt explodieren. Aua, da haben wir einen Schadenpunkt bekommen. So. Okay, dann geht's hier rum. Dann war da hinten eine Münze und eine Eiche. Ah, vor allem die Münze hätte ich gern. Okay, einmal die Münze. Da ist auch noch eine Münze und dann wäre auch die letzte Münze, die wir bräuchten. Normalerweise gibt es ja noch mehr, aber wir haben ja auf Mittel. Und dann brauchen wir nur 15 Münzen. Du hast genug Münzen gesammelt, um dir eine Flasche Limonade zu kaufen. Da hoch kommen wir nicht. Okay, gut. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wenn wir hier diesen Abschnitt. Irgendwo sind hier noch 2 Karten. Ich weiß noch nicht, wo. Da sind auch nochmal Münzen, die man sieht. Also, ja. Dann würde ich mal vorschlagen, hol uns mal eine Flasche Limonade. Lauf, lauf, lauf. Okay. Und ja, wollen wir. Ich weiß wieder, wie man denn kommt. Und zwar, wir fliegen ja jetzt. Und wir fliegen jetzt in einem bestimmten Parcours und wir müssen einfach nur ausweichen. Richtig? Richtig. So. Und jetzt vielleicht auch gleich, wie man an die eine Karte kommen wird, weil das hat nichts damit was zu tun. So, weil der fliegt jetzt hier, warum auch immer, einmal um den kompletten Bereich hier. Na, man weiß es nicht. Er tut's einfach. Na, einmal hier rum. Oh, da gibt's später auch noch. Oh ja, das ist. Oh ja, das erinnert mich hier gerade noch später an eine schöne Aufgabe. Das Spiel war eigentlich doch schon geil, wenn ich das mal gerade überlege so. Aber kommt halt erst noch alles, ne? So, jetzt kommen wir nämlich gleich an dieser einen Stelle nochmal vorbei mit der Karte. Wissen wir nicht wann. Da haben wir gerade das Checkpoint-Geräusch gehört. Okay, so. So, da unten ist sie. Hab sie. Wunderbar. Okay, aber ich weiß nicht, wo die 5. Karte war. Die habe ich dann vergessen wohl. Wir haben uns ja den Schulhof auch nicht gerade ganz gründlich angeschaut. Aber ist ja egal. Dann machen wir halt erstmal weiter hier. Und wir kommen in ihr nächstes Gebiet. Spiel speichern, klar, gerne. Und viel Spaß mit den nächsten. Oh ja, Spielstand 1. Spiel 1 speichern. Ja, aber natürlich. Spiel wird gespeichert. Spiel wurde gespeichert. Gut, dann viel Spaß mit der nächsten Sequenz. Oh!
Völkerballhalle, weiche den unterfallenden Gegenständen aus und pünktlich zum Unterricht bekommen. Aber Leute, das machen wir erst im nächsten Part. Das war's erstmal mit dem ersten Part von Let's Play Himmel und Huhn German Part 1 von mir und Nintendo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sei schau, euer Nintendo.